Guten Morgen zu einem neuen Video und willkommen bei Pullman. Wir machen 4 Tage Urlaub in Khao Lak, haben unsere Insel verlassen und ich dachte, ich mache mal ein kurzes Video zum Hotel. Monika, ist der Eingangsbereich. Nachts leuchtet das hier richtig schön. Ich weiß nicht, ob die das jetzt schon zu Weihnachten geschmückt haben oder ob das immer so aussieht, aber eine sehr, sehr, sehr schöne Hotelanlage. Ich nehme euch mal die Tage mit. Wir haben hier mit Frühstück gebucht. Und ja, 3 Jahre alt ist das Hotel. Sehr, sehr kinderfreundlich. Die Kinder haben sich jetzt hier noch Schwimmringe gekauft, damit die rutschen können. Und genau, dann zeige ich euch gleich, wie es hier so innen ausschaut. Hier ist einmal die Rezeption. Die Anlage ist wirklich sehr, sehr gepflegt. Also sehr, sehr schön. Hier haben die einen kleinen eigenen Shop. Hier checkt man ein und da hinten sind die ganzen Hotelzimmer. Da hinten ist das Buffet-Restaurant. Und hier geht's Richtung Zimmer. Eine sehr große Anlage. Und war relativ groß. Da hinten ist der Kinderbereich. Und da hinten geht's auch zum Strand. Riesenpoolanlage. Zieht sich eigentlich über die ganze Anlage bis hinten zum Meer durch. Unsere Trödelmaus, immer als letztes. Komm Schatz, du wolltest doch schwimmen. Wir haben auch natürlich Kaiserwetter erwischt. Auf Samui ist eigentlich ein bisschen mehr Regenzeit aktuell. Aber hier in Khao Lak, Dezember, beste Reisezeit. Sehr, sehr warm, also wir haben locker 35 Grad immer. Hier ist eine Bar. Und da hinten sind die Rutschen. Hier ist doch Mülleimer, Schatz. Schmeiß selber weg. Da vorne. Da hängen die Kinder den ganzen Tag ab. Eine Rutsche. Hier haben wir noch einen Kinderspielplatz. Aktuell sehr, sehr heiß. Deswegen ist da von den Kids eigentlich niemand drauf. Die sind immer da hinten bei der Rutsche. Ich euch gleich mal mit. Alles schön eingebaut. Hier ist der Kids Club. Kann man die Kinder auch abgeben, aber eher für kleinere. Also unsere Kinder reizt es jetzt nicht mehr. Von 9 bis 18 Uhr kann man die Kinder hier abgeben. Ein sehr, sehr großes. Ich guck einmal rein. Ah, ist noch zu. Haben die gerade zugemacht. Und hier geht's zum Hotelzimmer. So, das ist unser Zimmer. Ist jetzt ein bisschen unordentlich schon, weil wir hier uns ausgebreitet haben. Hier kommt man rein und man kann praktisch im Kreis gehen. Wie schaut denn euer Bett aus hier fürs YouTube-Video? Mein sieht gut aus. Ja? Na gut, ich räume es gleich auf. Gleich kommt die Putzfrau. Ne? Einen Moment, Schatz. Willst du die Uhr abmachen, Paul? Ist das eng genug? Ja. Ist das gut? Ja. Okay, viel Spaß. Bis gleich, wir kommen gleich runter. Viel Spaß. So, genau, die Kinder sind jetzt unten, die wollten schon mal schwimmen. Hier ist das Hochbett. Mein Mann muss noch gleich schnell ein 90-Day-Report machen, dass wir auf Samui bleiben dürfen. Hier ist unser Bett. Da ist die Terrasse. Ist hier ein bisschen unordentlich schon, weil wir uns hier ausgebreitet haben. Hier ist dann das Badezimmer mit einem Schrank. Und hier geht man praktisch dann im Kreis. Wir haben hier tatsächlich auch eine Badewanne. Die Kinder haben gestern schon gebadet. Und hier um die Ecke ist die Dusche. Und hier, ups. So, jetzt aber, hier ist unsere Aussicht aus der Dusche praktisch. So schön. Aber man muss dazu sagen auch, dass das Hotel recht abgelegen ist. Also, man muss, wenn man auswärts essen möchte oder irgendwas braucht, echt ein Stückchen fahren. Runter nach Khao Lak. Also das ist so das einzige Manko tatsächlich. Und hier ist die Anlage von oben. Da ist der Kidsbereich und da hinten irgendwo sind die Jungs schon am Rutschen.
Da oben sind die Jungs bestimmt schon irgendwo. Does it work? Maxi, Paul, does it work? Let's go. Hier ist der Fußballbereich für die Kids und diese Woche läuft tatsächlich auch jeden Abend ein Kinderfilm hier auf dieser Leinwand. Heute haben wir Coco. Mal gucken, ob die Jungs mitmachen möchten. Hier ist einer Bogenschießen, da ist der Beach Club. Da kann man auch am Pool liegen, hier ist auch eine kleine Poolanlage und dann ist da direkt der Strand. Das Wasser ist aktuell ein bisschen unruhig. Wir waren jetzt nur ein paar Mal im Meer, ansonsten sind wir wirklich viel am Pool. Jetzt hole ich uns hier frische Handtücher für heute. Hier ist einmal nochmal ein Programm für das Fitnessstudio, welche Aktivitäten es täglich gibt. So, unsere Zimmernummer. Ich nehme heute mal 4 Tücher mit. Da hinten ist der Strand, aber heute geht es eigentlich mit dem Meer. Hier kann man auch Paddel ausleihen. Und da hinten ist noch eine große Wiese mit Liegen. Da sind wir aber eigentlich nie, weil das da wirklich sehr sonnig ist, gerade am Morgen. Und die Kinder sind tatsächlich den ganzen Tag eigentlich nur bei den Rutschen. Hier gibt es noch eine Zimmerkategorie, das sind, ich glaube, Villen mit eigenem Pool. Das ist direkt dann sozusagen die Beachfront. Und hier ist noch eine Reihe mit den Pools. Und die anderen Zimmer sind in diesen Hochhäusern, in den Anlagen vorne verteilt. Familienzimmer, also alle sehr ähnlich aufgebaut wie hier. Und da hinten ist noch das Fitnessstudio. Das zeige ich euch gleich auch einmal. Okay, let's go. Zeigen wir euch mal das Gym. Maxim wollte aufs Laufband. Ja, hier ist frisch, Max. Die Geräte sind von Life Fitness. Da hinten gibt es mal verschiedene Classes. Heute Muay Thai. Da sind ein paar Kids am Boxen. Okay, let's go. Super. Super, Schatz. Try again. Try again. Und Vollgas. Der hört dich nicht, ne? Wir sind ja, ich weiß. Ich glaube, der Papa hat genauso viel Spaß wie die Jungs. So, hier seht ihr einmal die Preise für die Swimboards. Ja, du bist dran, mein Schatz. Wir haben dieses. Genau, ihr habt dieses. Ist cool? Macht Spaß? Und wie gefällt es dir so? Do you like it? Yeah, it's okay.
Die Jungs sind da mit, ich glaube, 5 verschiedenen Nationen am Spielen. Komm, mein Schatz. So, wir waren gerade am Strandabendessen. Sind jetzt zurück. Die Jungs wollten gleich noch im Kino einen Film gucken. Da ist heute Kinoabend für die Kids. Und so sieht der Eingangsbereich bei Nacht aus. Richtig, richtig schön. Hier ist alles am Leuchten. Da ist schon mein Weihnachtsbaum aufgebaut. So schön bei Nacht, ne Jungs? Ja. Sehr schöne Anlage, sehr gepflegt auch. Sehr sauber. Ganz, ganz liebes Personal. Sehr schön. Unser letzter Abend. Morgen geht's los. Geht's weiter Richtung Phuket. Hier ist noch der hauseigene Spa-Bereich. Da kann man sich Massagen buchen. Und los! Wow, was war das denn? Du bist der Schiri? Hast auf jeden Fall das passende Hemd an, wie ein Schiedsrichter. So, der Filmeabend ist leider ausgefallen, weil es geregnet hat. Deswegen verbringen wir jetzt den letzten Abend hier auf dem Zimmer und machen unseren eigenen Filmeabend, ne Jungs? Mhm. Guten Morgen, auf zum Frühstück. Ich nehme euch gleich mal mit, zeige euch das Frühstücksbuffet. Okay, wir sind schon ready. Ich gehe jetzt noch mal eine Runde für euch hier und zeige euch die Anlage. Hier ist der Außenbereich mit Getränken und da hinten ist Obst. Hier gibt es frische Säfte, frisch gepresste Säfte. Und da gibt es noch Säfte. Die sind aus dem Tetrapack aber wahrscheinlich, ne Paul? Die sind aus dem Tetrapack, ne? Da hinten wachsen Chilis und Kiffelime und ein paar Kräuter. Hier ist der Obststand. Und hier geht es einmal rein zum Buffet. Hier ist die Eisstation. Joghurt. Und ganz viel Körnerbrot, aber meiner Meinung nach völlig ausreichend. Hier essen die meisten tatsächlich eher warm, würde ich sagen. Hier ist ganz viel Gebäck noch. Und das war's. Maxi, was ist das hier? Chilis, genau. Und das hier? Das ist Basilikum, Thai-Basil. Riecht gut, ne? Voll schön, ne? Was ist das hier? Das ist auch Basil. Was ist das hier? So, unser letzter Tag, unser letzter Morgen. Wir checken gleich aus und dann geht's für uns Richtung Phuket. Mhm.